Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, setzen Sie auf die Gewinneraktien 2023. Und das ist entscheidend an der Börse, jedes Jahr eigentlich. Ja, und im Grunde genommen geht es darum, dem Weg des Geldes zu folgen. Ja, darum geht es heute. Und deswegen müsst ihr unbedingt dranbleiben, denn jetzt ist es wichtig, schon heute den Blick auf das Jahresende zu werfen, weil wir haben jetzt August. Wir haben möglicherweise, das hängt wahrscheinlich ganz entscheidend morgen von den US-Verbraucherpreisen ab, ob wir nochmal eine Sommerrallye kriegen. Eigentlich ist der August traditionell ein eher fester Börsenmonat. Also da hieß es eigentlich, da müssen wir noch ordentlich Gas geben, weil der Anfang im August, der lief ja eher nach unten gerichtet. Das hängt, wie gesagt, morgen von den Verbraucherpreisen ab. Dann könnte man nochmal einen Schub kriegen. Aber dann, Richtung September, Oktober, da folgt eigentlich auch wiederum traditionell diese Konsolidierungsphase. Oft auch eine Korrektur, wobei ich gehe dieses Jahr eher davon aus, dass wir moderate Abschläge kriegen in den Indizes. Teilweise natürlich kräftiger bei Aktien. Aber das ist dann die Chance, sich in Richtung Jahresende in Position zu bringen. Und da gibt es wirklich traditionelle Muster, dass eben die Gewinner des ersten Halbjahres, die Gewinner der ersten Monate eines Börsenjahres auch nach hinten raus gefragt sind und weiter steigen und nicht selten am Jahreshoch dann das Jahr auch beschließen. Und das hängt schlichtweg damit zusammen, dass Menschen am Werk sind, Fondsmanager, und die haben es dieses Jahr eh vermasselt, die haben die Rallye seit letztem Oktober ja zum Großteil auch verpasst. Und die wollen einfach zum Jahresende ihren Kunden zeigen, wenn dann die Post rausgeht, wenn natürlich die Fondsanteilseigner ihre Belege kriegen, ja, wo habe ich dieses Jahr eigentlich rein investiert? Und da wollen die Fondsmanager natürlich zeigen, sie haben natürlich die Top-Aktien des Jahres im Portfolio gehabt. Und von daher wird dann ab Herbst da nochmal kräftig eingesammelt. Am Jahresende sogar dieses Window-Dressing, da gibt es noch oftmals einen Schub, ehe dann nach Weihnachten es sich durchaus lohnt, vielleicht auch wieder die Pferde zu wechseln. Also das ist ein Video heute, wo vor allen Dingen diejenigen angesprochen sind, die sagen, ich möchte die letzten Monate des Jahres nochmal richtig Performance machen. Natürlich sind da auch Aktien dabei, die man auch langfristig sowieso haben kann, aber es geht wirklich um die Jahresendrallye, um da möglichst sichere Renditen zu erzielen. Und das ist immer das gleiche Spiel. Ja? Und wir haben ja auch Beispiele dabei, die zeigen, dass oft die Verlierer eines Jahres die Gewinner des neuen sind und dass eben diese Verliereraktien gerade zum Jahresende hin oft nochmal abverkauft werden, weil die will eben niemand im Depot haben. Ja? Und das ist etwas, was ein Phänomen an der Börse ist, was einfach menschlich ist. Weil wir Menschen wollen zeigen, dass wir es können, dass wir Ahnung haben, und das gilt halt eben auch für die Fondsmanager. Das können wir uns zunutze machen. Ja, fangen wir mal mit dem DAX an. Und ich habe jetzt keine Statistik seit Jahresbeginn, aber ich habe trotzdem nochmal nachgerechnet, wer denn da die erfolgreichsten Aktien waren. Aber ich habe eine Übersicht über die erfolgreichsten Aktien seit einem Jahr. Und da ist natürlich gerade auch der Herbst schon dabei, seit Oktober. Und da gibt es natürlich einige Aktien, die da vorweg geprescht sind, wie natürlich Rheinmetall, kein Wunder, natürlich durch den Krieg in der Ukraine, durch ja, die Erkenntnis, wir brauchen Militär. Ja, es gab ja schon weite Kreise in der Bevölkerung, auch in der Politik, die sich gefragt haben, ja, brauchen wir überhaupt Militär oder reicht nicht eine gut ausgerüstete Polizei, die wir ja natürlich auch nicht haben. Aber jetzt wissen wir, okay, wir brauchen Militär und wir brauchen sogar viel mehr und höhere Anstrengungen in die Ausrüstung. Wir haben ja auch festgestellt, wir haben Munition für ein, zwei Tage, mehr ist nicht da. Und von daher gilt es jetzt diesbezüglich Gas zu geben. Und davon profitiert natürlich vor allem Rheinmetall. Seit einem Jahr Performance knapp 60%, aber auch in diesem Jahr liegen wir ordentlich vorne. Ich glaube, über 20% sind es auf alle Fälle. Und das ist schon eine Ausnahmestellung im DAX. Wir haben eine Heidelberg Materials, gucke ich auch gleich nochmal drauf. Wir haben auch von den Banken, die Commerzbank ist eigentlich dieses Jahr relativ stark. Bei den Autobauern ja, sticht BMW ins Auge, Mercedes auf Jahressicht auch. Aber seit Jahresbeginn hat BMW ganz klar die Nase vorn. Wir haben eine SAP dabei. Das waren ja wirklich im ersten Halbjahr diese Schwergewichte
die den Trend getragen haben, vor allen Dingen im ersten Halbjahr, die Versicherer Münchner Rück vor allen Dingen gefragt, auch eine Top-Aktie, aber eben seit Jahresbeginn vor allen Dingen beispielsweise auch eine Adidas. Die taucht in der Liste nicht auf, weil sie eben relativ spät gestartet ist. Die ist eben letztes Jahr nochmal richtig unter Druck geraten und hat jetzt endlich erst seit Jahresbeginn zugelegt. Und wir sehen es hier auch im Chart, ja, zu Jahresbeginn, da waren wir noch bei 130 Euro, mittlerweile eben 181 Euro. Und da läuft es wieder natürlich. Das ist auch ein Vorgriff auf die, ja, auf die Konjunkturwende, die wir alle erwarten. Wir haben zuletzt schwache Zahlen gehabt aus China. Dort hat man längst erkannt, wir müssen monetär stützen, wir müssen da wieder Gas geben. Wir haben natürlich die Öffnungsperspektive generell. Überall geht man wieder raus, man macht wieder Sport. Und was heißt das? Man kleidet sich auch wieder neu ein. Also natürlich hier Adidas zu nennen, Amerika, das Pendant natürlich Nike, ebenfalls positiv. Und wir können davon ausgehen, dass wir hier vielleicht bei der Aktie auch nochmal im Bereich von 170, vielleicht auch drunter im Herbst nochmal zum Zug kommen, um dann eben Richtung Jahresende vielleicht die 200 anzusteuern. Wie gesagt, diese Gewinneraktien neigen dazu, zum Jahresende neue Jahreshöchststände zu erreichen. Und hier haben wir ja schon Stände gehabt im Bereich von fast 190 Euro. Und da kann es natürlich drüber hinausgehen. Auch eine Aktie, ja, da sprechen wir zuletzt relativ wenig drüber, die dieses Jahr wirklich wieder Gas oder Fahrt aufgenommen hat, ist die Beiersdorf. Ja. Bekannt natürlich vor allen Dingen für die Pflegeprodukte rund um Nivea und natürlich auch für die Klebstoffsparte, die auch nicht so schlecht läuft, ja, wie Tesa eben. Ne? Und vor allen Dingen natürlich aber die Pflegesparte macht am meisten Spaß aktuell, da geht es nach vorne. Und das hat der Aktie hier wieder einen Schub verholfen und auch wieder ein typisches Beispiel dafür, dass solche Markenartikelhersteller gestärkt aus Krisen hervorgehen. Das gilt eben auch für Beiersdorf. Und hier denke ich, dass man vielleicht auch nochmal bei 115 zum Zug kommt. Da läuft etwa die 200-Tage-Linie und dann die Perspektive Richtung Jahresende 140 Euro. Das wäre dann natürlich nochmal ein schöner Schuss obendrauf, den man hier durchaus mitnehmen kann. Ja, Heidelberg Materials, ja, einer der Hauptprofiteure dieses Jahr von 60 Euro oder sogar drunter ging es in das Jahr. Aktuell, ja, geht es Richtung 80 Euro nach oben. Schöne Dynamik in der Aktie und hier kann man natürlich darauf spekulieren, vielleicht auch nochmal bei einem Rücksetzer um die 70 Euro oder vielleicht sogar drunter zum Zug zu kommen. Allzeithoch liegt knapp über 80 Euro und ich kann mir vorstellen, dass die Aktie das dieses Jahr auch nochmal aus dem Weg räumen wird. Neues Allzeithoch erklimmen wird. Rheinmetall, wir haben vorhin drüber gesprochen, schauen wir uns die Aktie an. Natürlich wirklich eine tolle Entwicklung, auch wenn ich mir schwer tue immer mit dieser Thematik. Rüstungsaktien sind nicht mein Ding. Ich bin hier auch nicht investiert. Ich weiß nicht, warum. Ich verurteile niemanden, der das macht, ganz klar. Weil letztendlich geht es ja auch um Verteidigung und nicht nur um Angriff. Das muss man ja auch hier mal ins Spiel bringen. Aber es ist nicht mein Ding, nicht meine Welt. Ich investiere da nicht rein. Aber es ist aktuell ganz klar eine Branche, die boomt, weil hier mächtig investiert wird. Ja? Und von daher, wer hier Geld verdienen will, kann das natürlich so tun. Ja, blicken wir nach Amerika, weil da gibt es natürlich noch die deutlich besseren Performer, weil dort natürlich die Boombranchen der Welt maßgeblich bestimmt werden. Da haben wir uns davon verabschiedet in Deutschland. Wir haben in der Digitalisierung kaum noch Weltfirmen. Wir haben natürlich auch im Bereich KI niemand, der da irgendwie auch nur ansatzweise homöopathisch an die Top-Unternehmen aus den USA heranreichen kann, aber in vielen anderen Bereichen eben auch. Und wenn wir uns hier mal die Jahresgewinner anschauen, ja, natürlich viele bekannte Gesichter, die wir hier auch immer wieder propagiert haben, eine Nvidia, eine Netflix, eine Meta, Pinduoduo, das ist ja eigentlich die größte Commerce-Plattform in China, auch an der Nasdaq gelistet. Da setzt man natürlich auch darauf, ja, auf weitere Lockerungen. Ja, China betreibt ja jetzt gerade bei diesen Bereichen im Internet eine deutliche Abkehr von der zu strengen Regulierung. Ja, viele bekannte
Gesichter. Ja, und wir schauen natürlich auch nochmal in die zweite Reihe. Da habe ich eine Aktie dabei, die schießt dieses Jahr wirklich den Vogel ab. Super Microcomputer. Ja. Schaut euch mal hier die Entwicklung an. Zu Jahresbeginn notierte die Aktie noch knapp unter 150 Dollar. Aktuell 446 Dollar. Das sind also weit über 200%, die da oben drauf gekommen sind seit Jahresbeginn. Und das ist noch nicht mal teuer, muss ich sagen. Ja. Die Supermicrocomputer macht Green IT, also die versucht auch die ja, letztendlich Umweltaspekte, also Strom sparen in den Bereich mit reinzubringen, aber Servertechnologie, KI ist natürlich da auch ein Thema bei Supermicrocomputer. Also das ist eine Aktie, die geht wirklich richtig durch die Decke. Ja, wo könnte man sich hier im Herbst mal auf die Lauer legen? Also wenn es mal noch eine Korrektur gibt, ja, also ist ja nicht auszuschließen, vielleicht geht die ja schon morgen los mit den Verbraucherpreisen, dann kann man durchaus spekulieren, hier nochmal deutlich unter 300 Dollar, vielleicht auch bei 250 Dollar zum Zug zu kommen, um dann vielleicht Richtung Jahresende, Richtung 400 Dollar durchzusteigen. Die Bewertung gibt es hier übrigens her. Also trotz dieser gewaltigen Rallye seit Jahresbeginn ist die Aktie noch nicht zu teuer. Ja, zweitbeste Aktie seit Jahresbeginn von den bekannten großen Titeln, ganz klar Nvidia. Ja. Nvidia ist natürlich die KI-Aktie schlechthin und da muss man jetzt wirklich nicht Prophet sein. Die will am Jahresende jeder in seinem Portfolio haben. Jeder Fondsmanager, Nvidia, da waren wir natürlich dabei. Das sind wir dabei. Künstliche Intelligenz, hier seht's in meinem Portfolio. Groß gewichtet natürlich und so gehen wir weiter. Also von daher wirklich eine Aktie, bei der man setzen kann, ja, Richtung Jahresende, dass es da neue Rekordstände gibt, aber natürlich extrem teuer, extrem hoch bewertet kurzfristig. Von daher, wenn es eine Korrektur gibt, kann man hier auch mal mit Abschlägen rechnen. Also 350 Dollar, das war dieses Ausbruchsniveau, das wäre natürlich der Idealfall, wenn wir hier uns da ein paar Stücke ins Depot legen könnten, um dann Richtung Jahresende wirklich nochmal ordentlich was drauf zu satteln. Ja. Machen wir weiter, Meta Platforms. Ja. Was bin ich gegeißelt worden? Als ich gesagt habe, Leute, da muss man ja blind sein, wenn man nicht darauf setzt, 3 Milliarden Kunden, was man daraus machen kann. Und irgendwann wird auch wieder Werbung geschaltet und irgendwann wird Meta auch wieder kräftig Geld verdienen. Ja. Und siehe da, seit Jahresbeginn geht es hier ordentlich nach oben. Ja, zu Anfang des Jahres bei 120 Dollar, mittlerweile 310. Und wir müssen hier auch nicht unbedingt unsere Kenntnisse unter Beweis stellen, zu behaupten, hier wird es ein neues Allzeithoch geben. Das liegt bei knapp 380 Dollar. Zum Jahresende sollten wir das hinkriegen. Ja? Rücksetzer natürlich unter 300 Dollar möglich. 200-Tage-Linie bei 227 Dollar. Also ist gewaltig drüber. Also alles bei Meta, würde ich sagen, unter 300 kann man sich ins Depot legen, weil auch hier eben die Bewertung alles andere als zu hoch ist. Sowieso eine Aktie, die in den nächsten 5-10 Jahren eigentlich gar nicht verkaufen würde. Ja. Also natürlich kann man hier, wenn ich verschiedene Depots habe, ich habe meine Langfristaktien, ich habe vielleicht auch meine Trading-Position, kann ich da auch mal irgendwie zwischendurch Kasse machen. Aber langfristig muss ich da drin sein. Und jetzt zwei Aktien, wo man genau diesen Effekt, dieses Window-Dressing sieht, diese Verliereraktien, Gewinneraktien. Schauen wir zunächst uns Alphabet an. Ja. Praktisch auf Jahrestief aus dem Jahr gegangen. Wir hatten letztes Jahr Spitzenkurse von 150 Dollar und zum Jahresende waren wir bei 85 Dollar. Ja. Das wollte jetzt niemand unbedingt haben. Ja. Obwohl natürlich viele wissen, Alphabet ist eine sensationelle Aktie. Deswegen hat man sie dann eben auch im Window-Dressing Richtung Jahresende eigentlich schon wieder angefangen einzusammeln, dann auch zu Jahresbeginn. Und jetzt geht so richtig eigentlich wieder die Post ab. Und auch hier ist natürlich das Ziel, neues Allzeithoch. Vielleicht kann man sie nochmal irgendwie im Bereich 120, 115 Dollar einsammeln im Herbst. Und dann sollte man hier definitiv nicht zögern. Das gilt natürlich auch für Amazon und hier auch noch drastischer als bei Alphabet. Wir waren in 2021 im Hoch bei 190 Dollar, dann ging es eigentlich schon los. Natürlich das Jahr 22 ein absolutes Desaster für Amazon. Aber das ist bei der Aktie völlig üblich. Wenn da mal der Wurm drin ist, dann ist auch so ein ganzes Jahr irgendwie für die Füße. Und die Aktie hat sich dann mehr als halbiert. Tief markiert bei 80 Dollar, aktuell wieder
knapp 140 Dollar. Und auch hier natürlich fast eine Garantie, also eigentlich eine Garantie auf neue Rekordniveaus. Irgendwann, ob es dieses Jahr noch wird, weiß ich nicht. Spätestens nächstes Jahr werden wir hier neue Rekordstände natürlich ausweisen. Dann, last but not least, heute als Beispiel im Gepäck. Und wie gesagt, das sind alles nur Beispiele. Schaut euch die Aktien an, nehmt euch die Charts, guckt auch in euren Bereich, weil jeder von euch ist ja auch anders drauf, wer Dividendenaktien gerne hat. Schaut euch wirklich, welches Aktien sind da dieses Jahr gut gelaufen. Wer in der Gesundheit unterwegs ist, schaut euch die besten Biotechs und Pharmaunternehmen an. Und die einfach nochmal eingesammelt jetzt im Herbst und Richtung Jahresende werdet ihr da schöne Profite erzielen. Also letzte Aktie, die ich heute dabei habe, Netflix. Natürlich Streaming-Pionier überhaupt, ordentlich eins auf die Mütze gekriegt in 22. Hier ging es aber schon eigentlich die Trendwende im Sommer letzten Jahres los. Bis zum Jahresende konnte man schon eigentlich einiges gut machen. Da war man bei 270 Dollar und es ging dann weiter in 23 natürlich. Ordentlich noch was draufgesattelt, aktuell 430 Dollar, geht schön nach oben. Und zum Jahresende hin, ja, was ist da drin? 550 bis 600 Dollar, warum nicht? Ja, also das ist ein Potenzial, das ich bei der Aktie durchaus für möglich halte, weil natürlich es geht weiter, es wird gestreamt, es wird nicht mehr klassisch Fernsehen geschaut. Netflix hat mittlerweile auch Billig-Abos dabei. Die haben natürlich diese Einschränkung gemacht für Mehrfachnutzung der Passwörter und hat da attraktive Angebote gemacht. Man hat Werbung mittlerweile dabei. Und wie gesagt, wir sind noch nicht mal bei dem Thema Metaverse und all den Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Man hat den Gaming-Bereich, den man hier im Auge hat. Also da wird sich noch so viel tun. Und da kann ich immer so an Unternehmen wie Apple verweisen, die früher Computer gebaut haben. Ja, ausschließlich. Ja. Mittlerweile ist das ein Nebengeschäft. Also von daher keine Ahnung, wo sich solche Unternehmen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickeln. Aber das sind bekannte Marken, die haben zufriedene Kunden und die werden neue Angebote kreieren, je nachdem, wie sich die Technologie entwickelt. Und davon können natürlich viele Menschen profitieren als Nutzer der Angebote und wir als Anleger können davon profitieren von der Entwicklung der Aktien. Also, setzen Sie auf die Gewinner. Setzt ihr bitte auf die Gewinner des Jahres und das sollte immer ein großer Bestandteil im Depot sein, sowieso. Die Top-Aktien der Welt, die belegen es immer wieder, sie gehen gestärkt aus Krisen hervor, aber vom groben Timing. Natürlich ist Amazon eine super Aktie, aber das haben wir gestern, letztes Jahr auch erwähnt, die muss ich jetzt zum Jahres- oder ab Herbst noch nicht einsammeln, da kann ich warten, weil da wird sich nichts mehr tun, da fokussiere ich mich erstmal auf andere, dann zum Jahresende hin, dann natürlich auch unser Kommando, jetzt natürlich reingehen mit Blick aufs neue Jahr. Das sind die Aktien mit dem gewaltigen Nachhol- und Turnaround-Potenzial. Die wird es Ende des Jahres auch wieder geben. Aber jetzt gilt es erstmal, die Gewinner zu identifizieren, um sich im Herbst in Position zu bringen. Das war's dann heute von mir für euch. Ja, morgen geht es dann weiter. Da müsst ihr unbedingt dabei sein. Live, 10 nach 2 circa, gehen wir hier auf Sendung. Denn morgen gibt es einiges abzubearbeiten. Wir haben morgen einen ganzen Reigen an frischer Quartalszahlen, vor allen Dingen aus Deutschland, aus dem DAX. Extrem viele Unternehmen werden hier ihre Zahlen vorlegen. Allianz, Münchner Rück, Deutsche Telekom sei genannt. Wir werden natürlich auf die Zahlen von Walt Disney eingehen. Die gibt es heute nachbörslich. Bin ich äußerst gespannt darauf. Und dann 14.30 Uhr natürlich die neuen, die frischen US-Verbraucherpreise. Und die, habe ich ja eingangs erwähnt, werden maßgeblich entscheidend sein, ob wir nochmal einen Schub kriegen in der Sommerrallye ob wir gleich in den Konsolidierungsmodus oder ob wir den fortsetzen. Also da müsst ihr morgen live dabei sein. Wir haben auch Verstärkung. Mick und ich haben Verstärkung, nämlich Salabumidi von IG Broker, weil der hat natürlich die technische Sicht auf die DAX-Aktien. Sind wir gespannt darauf, wie das aussieht bei den Aktien, die morgen präsentieren. Und natürlich dann auch die Option, ja, wie kann es mit den Indizes, mit den Märkten weitergehen, wenn die Reaktion am Markt nach den Verbraucherpreisen so oder eben anders ausfallen. Also, morgen ab 14.10 Uhr live hier auf YouTube.